Hallo, guten Morgen. Oh, meine Decke. Oh, ich habe die halbe Nacht gebraucht, bis ich erst wieder nicht mehr so eingefroren war, bis meine Füße irgendwie aufgetaut sind. Das hat echt lange gedauert. Ich habe mir dann noch so eine, wo auch immer die Decke jetzt ist, so eine andere Decke geholt und habe mich da noch mit eingekuschelt. Das war echt wirklich die ganze Zeit irgendwelche Eisklumpen an den Füßen. Ja. Hier ist unser kleiner Baby Ben. Guck mal, Baby. Ben, guck mal da hin. Hier hin. Hier, guck mal hier hin. Der hat sich eben gerade mit so ein bisschen Hilfe vom Rücken auf den Bauch gedreht. Und ich habe ihm so ein bisschen, ich habe ihm meine Hand so gegeben und er hat sich so festgehalten und hat sich dann dahin gezogen. Guck mal hier. Wo guckst du denn hin? Wo guckst denn du hin? Warte mal. Guck mal. Ja, und wir liegen jetzt noch ein bisschen im Bett. Es ist schon kurz vor 10. Und ich bin ein bisschen heiser irgendwie. Jetzt fühlt sich das so an. Und der Papa, der macht erst... Der Papa macht erstmal oben den Kamin an, ne? Weil es so kalt ist draußen. Und oben. Und wir gehen erst hoch, wenn es oben warm ist, ne? Vorher nicht. Hier, guckt. Ja, das bist du, Baby Ben. Das bist du. Ja, ein hübsches Baby. Guck mal. Könnt ihr mal sehen, wie lange er den Kopf hält, ne? Das macht er schon die ganze Zeit. Der ist eigentlich schon so seit einer Stunde wach. Und macht das. Ja, das bist du. Das bist du, Baby Ben. Ja, ich muss jetzt erstmal aufhören, weil mein Speicher von meinem Handy ist voll. Ich muss den erst wieder ausleeren. Ja, Mama muss den ausleeren. Deswegen hört das sowieso jetzt gleich auf. Und wir sehen uns später, wenn ich oben bin. Und es ist warm. So, wir sind jetzt zu Hause und machen wir gleich eine Muffin. Nee, wir machen keinen Muffin. Was backen wir jetzt? Weiß ich nicht. Waffeln. Waffeln. Hört sich so ähnlich an, ne? Genau. Waffeln. Ist ja heute Sonntag, wir haben schon ein bisschen aufgeräumt, ne? Also ich meine, es sieht immer noch chaotisch aus, aber wir haben es versucht. Mama, können wir platte Waffeln machen? Ja, Waffeln sind platt, genau. Ja. Du holst jetzt mal deine Schürze. Ja. Wo ist deine Schürze geblieben? Liebling, hast du ihre Schürze gesehen? Guckst du mal in deinem Zimmer, ob da die Schürze ist, Mia? Da ist er. Ich weiß, dass sie da ist. Ach, dann geh schnell hin. Ich suche mich hier dusselig, ne? Und naja. Ja, es ist jedenfalls jetzt kurz, also so 3:15. Hier liegt alles. Hier liegen Sachen rum, die nichts auf der Küche zu suchen haben. Jetzt kommt auch noch eine Bohrmaschine. Was sagen Sie dazu? Oh, Akkuschrauber. Ist nicht das Gleiche. Ah, nein. So, und ich habe beschlossen, wir machen jetzt noch Waffeln. Und dafür habe ich hier mein tolles Büchlein. Ich habe beschlossen, dass wir das anders machen muss, Sport und Platz. Nee. Das muss man weg. Das kann ich mal hier. Ja. Und hier habe ich so ein Buch. Das war von meinem Waffeleisen. Und da ist so ein Basisteig drin. Und den machen wir jetzt mal schnell. Du hilfst mir, Mia? Ja. Was brauchen wir? Wir brauchen 250 Gramm Margarine oder Butter. So, die Waage. Und was machen wir, oder was machst du nach dem Waffelbacken? Weiß ich nicht. Mit Omi und Opi, was machst du dann mit denen? Wo gehst du hin mit denen? Zum Weihnachtsmarkt. Genau. Freust du dich denn da schon drauf? Ja, aber Mama, einmal muss ich das machen, weil ich nicht
wollte. Einmal wollte. Dann muss ich das einmal machen. Ja, du musst dir das einmal angucken, wie es auf dem Weihnachtsmarkt ist. Die wollte nämlich erst nicht so richtig. Ja, also muss ich einmal dahin probieren. Ich habe jetzt beschlossen, dass mein Mann mal filmt. Der muss ja nicht hier so dumm rumstehen und nichts tun, ne? Mhm. Erzähl mal den Leuten, was du hier gerade machst. Blödsinn. Erst packst du die Sachen auf meinen Schreibtisch, auf meine Küche. Liebling. Oh, so gut. Dann erzähl ich's euch. Und unser Geländer ging halt die ganze Zeit nur bis hierhin. Und jetzt wollen wir es mal ein bisschen höher machen, aber da gibt's halt noch. Mia, von rohem Teig kriegt man Bauchschmerzen. Wenn du zu nah an den Fernseher rangehst, kriegst du viereckige Augen. Und wenn man Bier trinkt, kriegt man einen dicken Bauch. Das stimmt wirklich. Genaues Konsistenzbild. Oh, Liebling. So sieht das aus. Ja. So sieht Mia aus, die kleine Maus. Ja. Papa, hier ist noch ein bisschen Zucker dran jetzt. Ja, das war gut. Das musst du gleich benutzen. Papa, da ist noch ein bisschen Zucker dran, so halb über die Linse. Dein Handy war noch ein bisschen Zucker dran. Oder war das ein Mehl? Nee, das war Zucker, weil... Nee, das war Mehl, weil Papa das schon nah dran gemacht hat. Hey. Was ist denn das? Meine Beine haben so voll aufgeschnitten. Aua! Mama, Papa hat mich gekniffen. Habe ich nicht gesehen, Mia. Aber ich habe es gemerkt, weil du... Ja, was ist das? Ich. Wir machen jetzt noch diese tollen, einfachen Kekse. Die ich mal eben schnell den Teig zubereitet habe, ne? Und guck mal. Jetzt darf ich das. Die müssen alle ungefähr gleich dick sein, Mia. Mhm. Also darf ich damit jetzt schneiden. Stimmt. Mhm. Ich muss das Messer richtig anfassen. Naja, gleich dick. Schneidet euch mal in die Finger, das gibt ein bisschen Action. Wir schneiden uns nicht in die Finger. Wie lange müssen wir denn im Backofen? 9 bis 11 Minuten. Dauert das lange? Ja, 9 bis 11 Minuten. In der Weihnachtsbäckerei. Mia, da ist auch mit Finger. In der Weihnachtsbäckerei. Ich glaube, ich mache nur eine Platte. Ja, Mia, lass das. Ich hasse das. Haben wir nicht tolle Kekse gebacken? Wir wollen noch andere. Mir muss jetzt mal machen. Die erste Waffel wird ja mal nichts. Reicht das? Ja, lieber so. Ich hasse das, wenn das so. Nicht so nah. Komm her, Liebling. Du musst doch reingucken.
Willst du nicht gefilmt werden? Liebling. Riech mal meine Finger. Den Kuss? Hey, lass das. Wir wollen gefilmt werden. Genau. Aber darf ich das? Ich würde sagen, das war die perfekte Menge, ne? Ich brauche dich nicht mehr. Kannst mich verlassen. Das ist schön. Endlich. Habt ihr das gehört? Reiben. Mama, darf ich die gleich probieren? Ja, mal gucken, ob die überhaupt schmeckt, ne? Ja, ich muss sie probieren, ob sie schmeckt. Ja. Die kommt nicht in den Ofen. Mama, du packst sie nicht in den Ofen, weil sonst das zu lange dauert. Und jetzt habe ich hier so ein Auskühlgitter. Da packe ich die gleich drauf. Geh mal runter kurz, ich muss hier nochmal... Dann kann ich mir eine nehmen und dann die probieren. Nee, ich überlege gerade, welches Ding ich nehme. Ich glaube, das hier. Hallo. Das ist Papas Handy. Wie geht das jetzt aus? Da. Papa, dein Handy lag unter das. Das möchte ich nicht. Ich wollte mich da draufsetzen. Wieso willst du dich denn auf Papas Handy setzen? Weil ich das Handy da draufsetzen wollte. Auf das. Dann weiß ich nicht, dass Handy, das da ist. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Gibt so manchen Bäckerei. Hm. Mal gucken, ob Mama überhaupt genug Fett reingemacht hat. Eine riesengroße Leckerei. Mama, die schmeckt lecker. Hast du gar nicht probiert? Doch. Mhm. Ich glaube, da ist zu wenig Fett drin. Ich mache da noch ein bisschen Öl rein. Ja. Huch. So, ich habe hier jetzt jedenfalls noch ein bisschen Öl reingemacht und dadurch werden die besser. Und diese Kekse, weiß nicht, oh. Die sehen schon fertig aus, die schmecken auch schon, aber die fallen noch so ein bisschen auseinander. Deswegen muss ich die noch ein bisschen abkühlen lassen und ich habe gerade schon einen probiert, den da. Und der hat richtig lecker geschmeckt, auch wenn es eine Fertigmischung ist. Angebrannt hier. Hm? Angebrannt hier. Ist nichts angebrannt. Mhm. So, ich mache jetzt noch mal ein paar Waffeln. So, ich habe das jetzt mal hier reingefüllt, dann kann ich das besser reinkippen. Dann geht das besser. Und ich mache jetzt noch die restlichen Waffeln fertig. Und dann... Mia, nicht träumen. Vernünftig essen, bitte. Und dann geht Mia auf den Weihnachtsmarkt. Deswegen mache ich dich gleich noch fertig, ne? Dass du hübsch aussiehst und dass dir nicht kalt ist, ne? Aber erstmal mach die Waffeln zu Ende. So, das ist jetzt mein Teller. Ich habe natürlich schon ein bisschen genascht, aber den esse ich jetzt. Und ich mag das halt, wenn die Waffeln noch nicht ganz so hundertprozentig durch sind. Nicht so wie hier, das ist irgendwie brauner und das ist nicht so meins. Also wenn, ein bisschen heller, ein bisschen weicher. Das sind die Kekse. Ich finde, die sind auch ein bisschen angebrannt. Also auf der anderen Seite sieht man das so ein bisschen. Aber, ich weiß nicht, das ging ja total schnell. Ich habe die ein paar, 3-4 Minuten im Backofen gehabt. So, und jetzt setze ich mich mal kurz hier hin. Mein Schreibtisch, hier steht noch dieses Bohrmaschinen-Ding da von meinem Mann. Und dann gucke ich mir noch ein paar Videos an. So, ihr ist jetzt mit meinen Eltern auf dem Weihnachtsmarkt und ich mache jetzt hier überall die Beleuchtung mal an, dass wenn sie gleich wiederkommt bald, dass das auch schön aussieht. Wartet mal, ich kriege den Stecker mal nicht ran.
Sieht das so aus, wir haben die Jalousien davor, die mache ich jetzt gleich nochmal hoch. So. Und hoch. So. Mal das geht. Immer so reicht, muss nicht ganz hoch machen. Damit es mal hier so langsam ein bisschen weihnachtlich wird. So, also wenn man das jetzt mal so sieht, so sieht das im Wohnzimmer aus. Hier liegt im Moment leider der Adventskalender, wo man ja an der Treppe rumbastelt. Dann habe ich hier so ein Dings bekommen. Oder das hatte ich noch. So ein Glasding. Da habe ich so eine Lichterkette reingemacht. Mit Batterie ist die. Und Weihnachtskugeln. Sieht irgendwie ganz schön aus. Dann habe ich hier hinten noch. Wo ist mein Finger? Da. Da. Das ist noch so ein Tannenbaum-Ding. Will ich mal gucken, wo ich das hinstelle. Vielleicht ins, auf dem Flur. Mal gucken. Küche habe ich auch wieder aufgeräumt. Nach unserer Aktion hier mit den Waffeln. Baby Ben liegt da, mein Mann spielt da noch rum. Wir haben vorhin hier, oder mein Mann hat vorhin hier gesaugt. Man sieht das nicht mehr, weil hier sind überall Krümel, weil hier was zugesägt hat. Und ich gehe jetzt mal runter und wollte mir das Zimmer aufräumen. Lässt du mich kurz? Und so hat ihr das hier halt. Das zeige ich euch später nochmal, wenn es fertig ist am besten. Ja, ja, ja. Und ich zeige euch das auch nochmal. Ich habe nämlich auch ein bisschen heute mal aufgeräumt. Mein Schlafzimmer ist eigentlich aufgeräumt. Also hier ist Schublade offen. Hier liegen noch zwei Sachen von mir rum. Und ich höre gerade, dass meine Mutter, meine Eltern wieder da sind mit mir. Und die Sachen habe ich alle noch im Bett stehen. Weil ich noch wischen wollte eigentlich. Mal gucken, ob ich das noch mache. Ich höre gerade, dass die wieder kommen. Schau ich mal. Wieder da. Kommen gleich hoch. Und so sieht Mias Kars Zimmer aus. Ja. Das müssen wir jetzt noch gemeinsam aufräumen. Es ist jetzt, wie spät ist es denn? Viertel nach fünf. Meine Eltern waren nur eine Stunde mit ihr weg. Naja, Viertel nach fünf ist es. Das müssen wir jetzt hier noch aufräumen. Und dann muss Mia auf jeden Fall noch baden. Also das sieht eigentlich schlimmer aus, als es ist. Das ist eigentlich in, ich würde sagen, 10 Minuten haben wir das aufgeräumt. Ja, aber man muss es machen. Und dann muss ich auf jeden Fall durchsaugen. Deswegen steht der Staubsauger auch noch da unten im Schlafzimmer. Ja. Mal schauen, wie es gleich aussehen wird. Und dann werde ich das hier noch schön machen. So, wie ihr sehen könnt, ist jetzt alles hier schön aufgeräumt und geschmückt. Und mein Mann ist gerade kurz noch bei seiner Tante. Die haben nämlich noch ein paar Hotdogs übrig. Von gestern. Und dann hat die uns gefragt, ob wir nicht ein paar Hotdogs haben wollen. Wir haben natürlich ja gesagt. Das sind diese Ikea Hotdogs. Und die sind aber jetzt schon eine Stunde weg. Müssten eigentlich jeden Moment wiederkommen. Achtung. Nicht, dass ich runterfalle. Und danach müssen die Kinder baden. Und ich zeige euch jetzt mal so kurz hier das Zimmer. Also wir haben ja vorhin aufgeräumt. Ne? Sieht nicht mehr so chaosmäßig aus. Hier ist geschmückt ein bisschen. Also, oh, Ben hat richtig Belegungen. Der ist richtig am Pupsen. Naja, immer haben wir da geschmückt und aufgeräumt. Und hier haben wir auch noch den Tannenbaum hier hingestellt. Hier ist noch so ein Tannenbaum. Und hier ist die Bar, das Badewasser. Mal reingehen. So. Ich lege mal Ben kurz hin. Moment. Ah, nicht stechen. Genau. Und jetzt habe ich Ben kurz hier hingelegt. Ich rufe gleich mal meinen Mann an, wann der jetzt nach Hause kommt, ob die jetzt gleich losfahren. Und dann werde ich nämlich schon mal mit Ben baden gehen. Wenn ich jetzt nicht wüsste, wenn er jetzt eine Stunde noch wegbleibt, dann natürlich nicht, weil er Ben dann halt rausholen muss. Das kann ich nicht so gut, wenn ich halt auch in der Badewanne bin. Und dann badet Mia noch. Und ja, Ben und ich baden dann noch. Und dann habe ich alles schön aufgeräumt und schon schön gemacht. Und dann geht Mia auch ins Bett, weil die geht ja morgen wieder in den Kindergarten. Und es ist schon
20 nach 7 und eigentlich soll sie ja spätestens um 8 im Bett liegen. Wird schon wieder knapp mit Essen und so. Aber naja, muss sie durch. Und die waren ja auf dem Weihnachtsmarkt. Kurz was wegschmeißen. Achso, das muss ich auch noch mal zeigen. Ich habe jetzt endlich diese Ecke hier sauber, also aufgeräumt. Da war so eine Kiste drin, da waren unsere so Sommersachen. Die habe ich irgendwie weggepackt. Jetzt ist hier halt noch so eine Gardinenstange, die soll bei mir ins Zimmer. Und hier ist halt mein Mülleimer. Ja, habe ich auch geschafft. Und wir machen jetzt gleich noch, also wir essen dann gleich noch abends. Heute Abend noch einen Hotdog. Und dann haben wir zwei Folgen von The Walking Dead noch nicht geguckt. Die haben wir aufgenommen und haben sie halt noch nicht geguckt. Und ja, ich glaube, das ist heute ein ganz guter Zeitpunkt, die heute zu gucken. Weil wir halt schon echt viel geschafft haben. Mein Mann hat ja da die Treppe so umgebaut und da was fährt. Also es ist noch nicht ganz fertig, aber es muss erstmal trocknen. Aber das hat mein Mann jedenfalls gemacht und deswegen, ich habe aufgeräumt. Und deswegen wollen wir jetzt erstmal uns dann noch ein bisschen entspannen und auf dem Sofa liegen. Muss ihn gleich fertig machen oder ausziehen. Ja, und deswegen gucken wir noch The Walking Dead und mal gucken, was wir noch so machen. Aber ich wollte jetzt erst schon mal Tschüss sagen. Nicht, dass ich das wieder vergesse. Und ich werde gleich schön hier mit Baby Ben baden. Finde ich echt schön. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss.